Für mich ist eine ganz besondere Freude, heute hier 25 Jahre Arcobaleno feiern zu dürfen, weil es auch ein bisschen mein Geburtstag ist. Meine, leider bin nicht ich 25 Jahre, aber ich war schon bei der Geburt von diesem Verein dabei. Und es ist schön für mich zu sehen, dass vor 25 Jahren eine Gruppe engagierter Menschen angefangen hat, damals noch ganz ehrenamtlich, etwas aufzubauen und heute zu schauen, was daraus geworden ist. Ich werde euch jetzt sicher nicht damit belästigen, 25 Jahre Geschichte anzuhören. Und wer sich näher dafür interessiert, auch was wir machen hier, der kann dann auch den schönen Film anschauen, den José gemacht hat über das Arcobaleno, unser Programm mitnehmen und sie jederzeit bei uns erkundigen. Damals waren wir einfach noch eine kleine Gruppe und heute haben wir hier ein Begegnungszentrum, in dem sich Tag für Tag viele Menschen aus verschiedenen Ländern treffen. Und das finde ich einfach sehr schön. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Fest. Danke noch einmal fürs Kommen und ich möchte dann kurz an unseren Obmann Sabri Opak das Wort weitergeben. Sehr viele kleine Gäste, sehr viele erwachsene Gäste, Menschen, von der Arbeitslosigkeit betroffen sind, Menschen in der Politik arbeiten, Menschen im Bildungsbereich arbeiten, Menschen in Österreich Wurzeln schlagen wollen. Alle sind heute in diesem kleinen, feinen Hof. Und das ist wirklich ein schönes, vielfältiges Zentrum geworden. Daher möchte ich sagen, danke für euren Besuch. Und es ist für uns immer wieder mal da. Ganz, ganz wichtig, dass wir mit Ihnen gemeinsam in diesem Hof, in diesem Haus, unter diesem Dach Veranstaltungen gestalten. Uns geht es darum, dass wir immer miteinander gemeinsam auf die Beine stellen. Und das ist wirklich eine wunderbare Sache für uns. Und ich möchte ganz besonders bei unseren Kooperationspartnern auch noch einmal ganz besonders beim Herrn Majusz Obmann vom polnischen Verein und Musa Petersz vom alevitischen Kulturverein ganz herzlich bedanken. Es ist total schön, dass ihr heute dort seid. Na, ich möchte nicht großartig reden und liebe Eva, wirklich alles, alles Gute und weitere 25 Jahre. Schön, dass du in dieser Stadt bist, schön, dass du sehr viel magst. Ein großes Dankeschön und dann möchte ich einfach nicht mehr viel sagen. Ein großes Dankeschön geht an das Arcobaleno-Team. Vielen herzlichen Dank in den letzten Wochen. Haben wahnsinnig viel auf die Beine gestellt, wirklich, also wir haben mit den einfachen Mitteln sehr viel aufgebaut, vielen herzlichen Dank dafür. Das bei einem ethnischen Verein und da hat der Vorsitzende gesagt, was wir wollen, ist Inklusion. Wir wollen ein selbstverständlicher Teil dieser Gesellschaft in all unserer Unterschiedlichkeit sein. Und egal woher wir kommen, egal woher ihr alle kommt, wir werden immer unsere Wurzeln haben. Und diese Wurzeln und unsere kulturellen Hintergründe, die dürfen wir nicht und die brauchen wir auch nicht zu verleugnen, sondern die Frage ist, was können wir miteinander beitragen, dass es in dieser Unterschiedlichkeit möglich ist, diese Inklusion zustande zu bringen. Und ich habe mir für mich bei meinem Antritt zwei Grundlinien vorgenommen, an denen ich auch die Förderung ausrichte, wo ich aber auch glaube, dass das die entscheidenden Grundlinien sind. Nämlich die eine Frage, alles baut auf, wenn man auf einer entsprechenden Existenz. Und eine entsprechende Existenz, also Arbeit, Einkommen, wird immer davon abhängen, dass man auch für diese Arbeit gut gebildet, gut ausgebildet ist, dass man die Sprache gut kann. Das sind natürlich die Voraussetzungen. Daher ist eine meiner zentralen Grundlinien, alles was mit Bildung zu tun hat, was damit zu tun hat, dass Menschen, die zu uns gekommen sind, gut
und sich in dieses System einbringen können, das will ich auf alle Fälle entsprechend unterstützen. Und die zweite Grundlinie ist alles, was die Begegnung fördert. Denn nur wenn man den anderen und die andere kennt, dann versteht man einander auch. Dann bekommt man auch mit, dass egal wiederum, woher jemand kommt, alle nur das eine wollen oder das gleiche wollen, nämlich mit der eigenen Hände Arbeit für sich und für sich selber sorgen, für die Zukunft der Kinder, um ein Stückchen besseres Leben für die Kinder auch zu haben. Und wenn dieses Verständnis, wenn wir dieses Verständnis miteinander schaffen, dann glaube ich, ist schon sehr, sehr viel gewonnen und Acco Paleno macht genau das. Genau diese zwei strategischen Linien, die ich beschrieben habe, das ist der Schwerpunkt eurer Arbeit und was mir besonders gefällt ist, dass ihr bei der Begegnung nämlich an dem anknüpft, was den Menschen wichtig ist, wie man miteinander lebt. Ihr kocht miteinander, ihr knüpft dort an, was eigentlich alle tun und tun müssen und wo man sich findet. Und das finde ich gut. Ich kenne euer Programm relativ gut. Ich schaue mir das auch immer wieder an. Ich kann nur sagen, großes Kompliment dafür. Nicht umsonst sind heute so viele Leute da, weil das alles offensichtlich sehr, sehr gut ankommt. Ich bedanke mich bei euch für diese Arbeit, die ihr als Hauptamtliche macht, die die Ehrenamtlichen machen, für die Besucherinnen und Besucher. Es ist schön, dieses bunte Bild zu sehen und ich gratuliere euch zu den 25 Jahren und freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Auf ein schönes Fest und das gute Essen, auf das freue ich mich auch. Alles Gute. Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann. Ich glaube, es ist ein guter Anlass, 25 Jahre auch ein wenig einen Rückblick zu gestalten. Und ich bin ja schon als quasi Fördergeberin angesprochen worden und ich habe mir gestern ein bisschen die Akten angeschaut und ein bisschen in den Akten gestöbert und es ist nicht nur, dass man die Förderabwicklung dringend abgebildet sieht, sondern auch ein Stück Integrationsgeschichte und Integrationsarbeit in Oberösterreich. Und dafür gilt es natürlich auch dem hohen Engagement und dem unermüdlichen Einsatz aller, die bei Acco Paleno arbeiten, angefangen von Opern-Geschäftsführung und natürlich auch dem ganzen Team, Danke zu sagen. Ich habe mir das ein bisschen angeschaut und wenn ich sage Entwicklung, Integrationsarbeit, es ist angesprochen worden in der Lunzer Straße, es hat sich auch räumlich sehr, sehr viel verändert, von ganz kleinen Räumlichkeiten über, ich habe dann geschaut in der Wiener Straße und da sieht man auch Entwicklung drinnen, da ist im Förderantrag gestanden, ehemaliges Wachzimmer, da hat man mal ein Lokal gefunden, da war es in der Hasner Straße, wo ich das erste Mal Acco Paleno kennengelernt habe, das war am 14.03.2006 und bis hier heute, ich denke, das ist ein schöner Weg, ein Begegnungszentrum, das immer das Anliegen war, von Acco Paleno zu haben. Und dass wir natürlich auch seitens des Landes und mit Hilfe der Politik hier unterstützt haben. Ich habe auch gesehen, durch den Impuls, den das Leitbild gegeben hat, dass sich auch Zuständigkeiten verändert haben. Wir haben die ersten Förderanträge über das Flüchtlingsreferat sozusagen abgewickelt. Das Urgestein, glaube ich, Franz Wahl kennen viele. Und ab 2001 ist es in der Integrationsstelle gelandet, das Ansuchen. Auch hier, denke ich, ist einfach eine Aufwertung Integrationsarbeit in Oberösterreich damit einhergehend passiert. Auch wenn wir reden, der Obmann hat schon gesprochen, Menschen mit Migrationsgeschichte, am Anfang haben wir gesprochen von Integration von Fremden, heute reden wir von Menschen mit Migrationshintergrund, mit Menschen mit Migrationsgeschichte und ich bin gespannt, wie die Entwicklung noch weiter voranschreiten wird in der Entwicklung von neuen Begriffen. Was sich sicher auch geändert hat, waren die Anforderungen an Qualität. Die ersten Förderansuchen waren noch sehr einfach gestaltet mit einem Zettel und einer Aufstellung, was das kostet. Heute haben sich die Anforderungen auch hier geändert. Im Sinn Anträge, Datenfiles haben wir auch bis hin zur Formulierung von Wirkungszielen, um hier noch einmal ganz genau hinzuschauen, was wollen wir denn bewirken mit einem Begegnungszentrum, was wollen wir bewirken mit den vielen Angeboten, die Acco Paleno schafft.
Was hat sich nicht verändert? Und eines kann ich sagen, es ist auch heute angesprochen worden, die Ansuche um mehr Geld. Das war von Anfang an immer wieder auch in den Akten und es zieht sich durch bis heute. Was sich auch nicht verändert hat, ist das, denke ich, hohe Engagement, der Einsatz und das Schaffen von Begegnungen, Deutschkurse, Zielgruppe, Familien, Frauen, sehe ich sehr viele hier, Kinder, also die ganze Zielgruppe, Breite wird auch nach wie vor angesprochen. Es, glaube ich, sieht man, dass es auch ganz gut gelingt hat und Wünsche äußern möchte, ich auch. Für heute einfach feiern, ein schönes Fest und hoffentlich keinen Regen. Und für die Zukunft auch weiterhin viel Elan, Ausdauer, Begeisterung, vieles Gelingende, auch das Gelingen um Ehrenamtlichkeit, um ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und alles Gute für eine motivierte Arbeit, für ein gelingendes menschliches Miteinander in Oberösterreich. Danke. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf die Gelegenheit benutzen, Ihnen auch die besten Grüße unseres Bürgermeisters Klaus Luger zu übermitteln. Er ist leider heute verhindert und hat mich ersucht, ihn heute hier zu vertreten. Die Stadt Linz und jeder, der mit offenen Augen durch diese Stadt geht, hat sich in den letzten 25 Jahren maßgeblich verändert. Es gibt neue Wohnanlagen, es gibt Kultureinrichtungen, es gibt Freizeitangebote, es gibt Kulturangebote und eines, und das ist das Wichtigste, diese Stadt ist auch vielfältiger geworden, ist auch bunter geworden. Und vor 25 Jahren haben einige Menschen die Initiative ergriffen und diese Vielfalt, diese Buntheit nicht als Belastung empfunden, sondern als Reichtum. Der Verein Arcobaleno wurde vor 25 Jahren gegründet, um diese Vielfalt sozusagen zu kultivieren und diesen Reichtum zu kultivieren. Derzeit leben Menschen aus über 140 Ländern in dieser Stadt und sie bringen ihre Sprachen mit, sie bringen ihre Religionen mit, sie bringen ihre Kulturen mit, ihre Lebensweise mit und das ist eine Bereicherung. Und in der Zwischenzeit, in diesen 25 Jahren, ist auch der Verein Arcobaleno eine Bereicherung für diese Stadt geworden. Diese Angebote, die der Verein anbietet, wurde schon angesprochen von Alphabetisierungskursen, von Deutschkursen bis zu Kochkursen. Bei einem konnte ich ja bereits teilnehmen. Das ist ein umfassendes Angebot, das sozusagen den Verein auszeichnet als Verein der Kulturen, aber auch als Verein der Bildung. Ein klassischer Bildungsverein, nicht in der Form, dass hier Menschen gebildet werden, sondern dass hier Angebote gemacht werden, damit sich Menschen bilden können. Das ist ein aktiver Prozess und diese Einbindung der Menschen, das ist ein Charakteristikum und ist auch ein Charakteristikum für die Integration in diese Gesellschaft. Damit leistet der Verein einen unglaublich wichtigen Beitrag für die Integration in diese Stadt und dafür möchte ich mich auch seitens der Stadt Linz ganz herzlich bei den Verantwortlichen, bei allen Menschen hier, die diesen Beitrag auch leisten, bedanken. Es ist ein Geburtstagsfest und nachdem es ein Geburtstagsfest ist und in einem Verein, in dem die Sprachenvielfalt im Vordergrund steht, mache ich jetzt ganz einfach. Die einzige Fremdsprache, die ich kann, ist Englisch und ich wünsche Happy Birthday at Arcobaleno. Alles Gute.
7 Tage lang, was wollen wir trinken? So ein Durst. Was wollen wir trinken? 7 Tage lang, was wollen wir trinken? So ein Durst. Es wird genug für alles sein. Wir trinken zusammen. Und das war's mal rein. Ja, trinken zusammen. Es wird genug für alles sein. Wir trinken zusammen. Und das war's mal rein. Ja, trinken zusammen, nicht allein. Frau Dr. Renate Müller, Sie sind die Leiterin der Integrationsstelle des Landes Oberösterreich. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute zu uns ins Arcobaleno gekommen sind. Und wir machen ein kurzes Interview und ich möchte Sie gerne fragen, welchen Bezug haben Sie zum internationalen Begegnungszentrum Arcobaleno? Ja, vielen Dank, dass ich heute dabei sein konnte und durfte. Es hat mir großen Spaß gemacht, hier zu sein. Ich bin grundsätzlich in offizieller Funktion hier. Ich bin, wie Sie schon gesagt haben, die Leiterin der Integrationsstelle des Landes Oberösterreich. Und in der Funktion, es braucht auch Geld, dass so ein Fest und auch so ein Begegnungszentrum leben kann, braucht es eben auch Geld und das ist meine Funktion als Fördergeberin. Dafür danken wir ganz herzlich, weil sonst würde es nicht gehen. Ja. Jetzt waren Sie schon eine ganze Zeit bei uns auf unserem Geburtstagsfest. Das Arcobaleno wird heute 25 Jahre alt. Was haben Sie erlebt? Was hat Ihnen besonders gut gefallen? Was werden Sie als Erinnerung mit nach Hause nehmen? Ich nehme mit viel Buntheit, eine große Vielfalt an Menschen, nicht nur jetzt von den Herkunftsländern, sondern auch von jung bis ganz alt, Männer, Frauen, also alle, die ganze Vielfalt, die bei uns in Linz zugegen ist, hat sich heute hier in Arcobaleno getroffen. Dankeschön. Und noch als abschließende Frage, was ist Ihr ganz persönlicher Bezug zu dem Schlagwort Integration? Da gibt es vielleicht zwei Komponenten. Ich fange mit der einen an. Ich bin von, merke ich immer mehr, mit Leib und Seele Soziologin. Und hier kann ich in meiner auch beruflichen Funktion das Thema Integration von dieser gesamtheitlichen oder ja, Seite betrachten und auch in dem Feld arbeiten. Und eine persönliche Komponente gibt es auch noch. Meine Eltern sind nach dem Zweiten Weltkrieg zugewandert. Also auch ich habe sozusagen Wurzeln von woanders her. Und das macht es auch etwas aus, dass ich einen sehr persönlichen Zugang auch zu dem Thema habe. Zum Verein Begegnung Arcobaleno. Ich freue mich auch sehr, dass ich heute als neue Landesrätin und auch zuständige Landesrätin gleich zum 25-Jahr-Jubiläum kommen konnte und gratuliere auch ganz, ganz herzlich, weil ihr sehr tolle Arbeit macht.
Und mein Bezug ist natürlich auch über mein Sozialressort, weil wir die, glaube ich, größte Förderstelle sind für Arco Poleno. Und warum ich heute auch gesagt habe, ihr habt sicher weiterhin einen guten Platz in unserem Fördersystem, ist, weil ihr gerade das macht, was mir besonders wichtig ist. Nämlich Menschen, die zu uns gekommen sind aus anderen Ländern, rasch das Erlernen der Sprache zu ermöglichen, Bildungsmaßnahmen zu setzen und auf der anderen Seite auch die Begegnung zu fördern zwischen Einheimischen und zwischen den verschiedenen Nationalitäten. Denn erst wenn man miteinander ins Gespräch kommt, wenn man miteinander was unternimmt, dann versteht man den anderen auch viel besser. Ja, danke schön. Jetzt waren Sie schon einige Zeit auf unserem Geburtstagsfest. Was nehmen Sie als Erinnerung mit nach Hause? Ja, die Buntheit. Es ist einfach schön, hier zu sein. Ich habe es wirklich genossen. Ich bin eigentlich sehr lang da, weil es das Musizieren, das Miteinander singen, die vielen Kinder, die ganze Buntheit, also da werde ich heute noch lang dran denken. Dankeschön. Und zum Abschluss möchte ich Sie fragen, was ist Ihr ganz persönlicher Bezug zum Thema Integration? Ich glaube, dass alle Menschen, unabhängig woher sie kommen, einen Wunsch haben, nämlich für sich und ihre Familien zu sorgen, für eine gute Zukunft der eigenen Kinder zu sorgen. Und das verbindet uns. Und wir sollten miteinander schauen, wie wir dieses Zusammenleben gut gestalten. Und ganz persönlich habe ich natürlich mittlerweile eine ganze Reihe von Freundinnen, vor allem aus dem türkischen Bereich. Ich komme aus einem Ort mit relativ viel türkischstämmiger Bevölkerung. Und es sind wirklich wunderbare Begegnungen und Freundschaften. Frau Gertrud Jahn, ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute zu uns gekommen sind und ich freue mich schon auf Ihren nächsten Besuch und vielen Dank für Ihre persönliche Spende. Ich danke Ihnen auch. Thank you.
Dankeschön, Dankeschön. Vielen Dank. Ja, ja, das ist auch so. Auf D, also. Ist das passt, ne? Ja, dann geht's. Ja, dann ja, es geht. Ich muss noch heute fahren am Tankstelle im Einkauf machen. Wenn du fertig bist, bitte, ich bitte dich, dass du mal kurz mal zu Kollegen Renate schaust ins Büro. Okay? Bist du hier? Ja, ich bin Helmut. Wieso? Dann ich hab ja, danke. Was haben wir gemacht? Ja, ich habe die Getränke gekauft und so. Wie lange? Und du trinkst auch selber nicht? Ja. Nein, ich trinke nicht. Nur Saft und Wasser.